Und wir machen jetzt mal auch aus Zeitgründen eine relativ kurze Podiumsrunde hier. Zwei Fragen an jeden Referenten, sozusagen zum Warmlaufen. Und danach werden die beiden dann freigegeben hier zur wilden Jagd der Fragen. Ja. Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Burkhardt. Sie haben ja die aktuelle Entwicklung im Bereich der Wasserstoffanwendung und auch Erzeugung in Norddeutschland vorgestellt. Was sind dann aus Ihrer Sicht die größten Hemmnisse, die jetzt dazu führen, dass das gefühlt ja doch alles nicht so schnell geht, ja, wie man das den Informationen zufolge sich das dann vielleicht vorstellt? Man liest eine ganze Menge und man kennt viele Fälle und sieht alles ganz gut aus. Woran klemmt es eigentlich? Also genau dazu gab es auch eine Umfrage in Norddeutschland unter den Akteuren in der Wasserstoffwelt, sage ich jetzt mal. Und dort hat man genau diese Frage auch gestellt. Also ihr seid in dem Thema unterwegs oder ihr möchtet euch mit der Wasserstoffwirtschaft und Wasserstofftechnologie beschäftigen. Wo seht ihr denn das größte Hemmnispotenzial? Und mit überwältigender Mehrheit war die Antwort, wir sehen das größte Hindernis im regulatorischen Rahmen, der uns gesetzt wird. Das heißt, in der aktuellen Energiewirtschaftsgesetzgebung, die überhaupt nicht darauf ausgelegt wurde, dass wir Sektorenkopplung haben werden, wie Herr Kaltschmidt sie uns gerade erklärt hat, und auch Sie, Herr Schulz, gerade in Ihrem Anfangsvortrag. Das heißt, sowas gab es nicht, dass wir mit Strom Auto fahren und dass wir mit Strom, dass wir den für die Wärmeerzeugung beispielsweise einnetzen oder dass wir den auch in Erdgasnetz leiten möchten. Das heißt, das ist ein großer Hindernisgrund. Man muss aber auch sagen, es ist oftmals auch die Technik, die dort auch noch weiterentwickelt werden muss. Wir sind schon lange dran. Es gab gigantische Fortschritte in den letzten Jahrzehnten, aber dort ist auch noch weitere Entwicklung auch noch notwendig und wir brauchen weitere Demonstrations- und Forschungsprojekte da. Ja, vielen Dank, Herr Kaltschmidt. Sie haben ja viele spannende Dinge erzählt über Power to Liquid, ja, also elektrische Energie nutzen, um synthetische Kraftstoffe herzustellen. Was ich gar nicht gesehen habe in der Präsentation, waren so die Zeithorizonte. Also wann können wir denn damit rechnen, dass wir jetzt synthetische Kraftstoffe in der Breite nutzen können? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das bewusst weggelassen, den Zeitplan. Gut, das war jetzt ein Spaß. Also ich sage mal so, wir haben der wesentliche Hemmschuh ist nicht, dass wir das technisch nicht können. Ich meine, die einzelnen Komponenten von dem, wenn wir Power to Liquid machen, die sind eigentlich schon vorhanden. Mit Kohle haben wir es schon gemacht, Pearl, also Shell im Nahen Osten, macht es letztlich mit Erdgas. Das heißt, technologisch kriegen wir das hin, davon bin ich überzeugt. Es gibt noch ein paar Herausforderungen, die einzelnen Systemkomponenten zusammenzukriegen. Aber die wesentliche Herausforderung sind eigentlich, die Preise oder die Kosten runterzukriegen von der Stromerzeugung. Ohne dass wir entsprechend billigen Strom haben, der nahezu umsonst ist, ja, werden wir kein Power-to-Liquid unter den heutigen Rahmenbedingungen sehen. Wenn der Staat dann natürlich sagt, so wie er das beispielsweise in den Nullerjahren gemacht hat, zu sagen, wir tun beispielsweise den Kraftstoff komplett von der Steuer befreien und machen gleichzeitig noch eine CO2-Steuer auf fossiles Diesel oder Benzin. Ja, wir gehen in den Nahen Osten, wo wir heute schon Strom erzeugen können unter 2 US-Cent pro Kilowattstunde aus Photovoltaik, können von mir aus noch alte Anlagen nutzen aus der Erdgasindustrie. Dann würden wir vermuten, dass man dann in eine Größenordnung kommt, die ungefähr dem Endkundenpreis hier in Deutschland eventuell entsprechen könnte, wenn man dort noch eine entsprechende CO2-Penale draufpackt. Das heißt, wenn die Rahmenbedingungen gesetzt werden, dann könnten wir in, sage ich mal, 10 bis 20 Jahren erste Mengen sehen. Ja, aber nur, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt werden. Gut, ja, vielen Dank, Herr Kaltschmidt. Ja, Herr Burkhardt, wir haben ja gerade schon über Hemmnisse gesprochen für die Einführung von Wasserstoff. Jetzt vielleicht mal daran anschließend die Frage, wie ist denn so aus Ihrer Sicht der Zeithorizont? Wann kommen wir denn wirklich zu der viel beschworenen Wasserstoffwirtschaft? Das sind ja sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also was gehört aus Ihrer Sicht dazu und wann kann man eigentlich erwarten, dass wir das mal, sage ich mal, als normale Versorgungsumgebung wiederfinden? Ja, auch da fällt die Antwort natürlich nicht so ganz so leicht. Also oftmals geht ja mit der Nutzung von Wasserstoff auch die Nutzung einer Brennstoffzelle einher.
Also ich als Energietechniker, ich habe mitgekriegt, dass es genau zwei Energietechniken gibt, die eine, der eine Konstante zugewiesen wird. Das ist zum einen die Kernfusion, zum anderen die Brennstoffzelle. Habe ich als Student immer mitbekommen, in 3 Jahren ist sie da und dann können wir sie nutzen. Also das jetzt mal als Witz vorweggeschoben, aber man muss tatsächlich sagen, also ich habe früher gerne Witze drüber gemacht, aber wir haben beispielsweise auch bei High Solutions, wir fahren Brennstoffzellen Nexo und der fährt wie eine Eins. Also das ist ein Fahrzeug beispielsweise, es hat nichts mehr mit Forschung oder Entwicklung zu tun oder ja, da wird noch irgendwas ausgelesen, sondern das ist wirklich ein massentaugliches Serienprodukt, wirklich super. Also kurzum, hat man in der Hand, ganz günstig ist das Fahrzeug nicht, derzeit gibt es nur geringe Fahrzeugzahlen, die produziert werden, also die Nachfrage ist viel größer als das Angebot an solchen Fahrzeugen. Das ist die eine Seite, also kurzum, es gibt solche Techniken, sind noch zu teuer, aber sie werden in den Markt kommen. Und es ist oftmals eine Zielzahl, die man so im Mobilitätsbereich sieht, 2025 wird oftmals ein großes Breakthrough-Jahr zugeordnet, also das heißt, dann kommt es. Die Chinesen beispielsweise, die sehen das bei 2030, die sehen das etwas langfristiger, als wir es oftmals tun. Aber ja, mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, ich würde jetzt, also wenn Sie mich darauf festnageln, ich würde jetzt mich auf den Zeitraum zwischen 2025, 2030 für einen spürbaren Hochlauf der Technologie entscheiden. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich habe immer eine belastbare Quelle gesucht, die ich mal zitieren kann und ich komme gern darauf zurück. Vielen Dank, Herr Burkhardt. Herr Kaltschmidt, ich habe auf der letzten Folie, fiel mir irgendwie auf, eine Sache, die sprang mir so ins Auge, für den Endverbraucher wird sich nichts ändern. Da war ich so ein bisschen nachdenklich. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, Sie haben ja schon gesagt, der Preis, den kriegen wir da schon irgendwie hin. Jetzt frage ich mich natürlich im Schiffsbereich, ne? Da hat man, früher hat man Schweröl genutzt, ne? Das war irgendwie 20 Cent pro Liter, jetzt hat man Marinediesel, liegt man so bei 60 Cent pro Liter. Da bin ich ganz gespannt. Also die Frage, die konkrete Frage ist, kann ich das bei Ihnen schon vorbestellen für mich und meine Kinder oder wie realistisch sind die Preisannahmen und ist das der einzige Faktor, der für Power-to-Liquid interessant ist oder gibt es da vielleicht noch ein paar andere? Gut, also ich bin als kleiner Professor nicht dafür zuständig, große Mengen zu produzieren, sondern ich kann mir die Technologie anschauen. Also Spaß beiseite, ich denke mal, wir haben... Ich versuche es mal so zu sagen. Wenn wir uns die Entwicklung bei der Photovoltaik anschauen in den letzten 10 Jahren, dann haben wir einen beispiellosen Preisverfall. Wir sind in Deutschland, das Letzte, was ich gehört habe, sind wir unter 5 Cent für Großanlagen. Wir sind im Nahen Osten unter 2 Cent pro Großanlagen. Und wenn man dann sagt, ein Liter Diesel hat ungefähr 10 Kilowattstunden, das heißt... Ich brauche, wenn ich bei 2 Cent bin, wenn ich das jetzt einheitswertmäßig umrechnen würde, wäre ich dann bei 20 Cent, wenn ich mich nicht verrechne, im Nahen Osten und 50 Cent in Deutschland, ja, bei der Erzeugung. Und wenn ich dann davon ausgehe, dass ich sage, ich habe wieder 50% Verluste bei dem Prozess, dann bin ich im Nahen Osten, bin ich dann bei 40 Cent pro Liter und bei uns beim Euro pro Liter. Ja. Dann sind noch keine Investitionskosten dabei, dann sind noch keine sonstigen Kosten dabei, dann hauen sie nochmal 50% drauf, ja, dann sind wir eben bei den vorhin gesagten 1,50 Euro bis 2 Euro in Deutschland und bei etwa, etwas weniger im Nahen Osten. So, wenn Sie jetzt aber 20 Jahre weiterdenken und gucken, dass wir sagen, wir bauen jetzt Photovoltaik auf in den kommenden Jahren, dann wird man ja so eine Kalkulation machen, wie das die RWEs dieser Welt heute schon machen mit den konventionellen Kraftwerken. Das heißt, die haben abgeschriebene Anlagen, wo der Strom zu praktisch null anfällt. Wir haben neue Anlagen, wir kommen zum Mischpreis. Wenn Sie beim Mischpreis machen und unterstellen, dass die Photovoltaik weiterhin vom Preis zurückgeht, was sie ja tut, dann würde ich mal erwarten, dass wir in 10 Jahren beim Mischpreis sind von unter 1 Cent die Kilowattstunde. Und dann kommen wir natürlich, wenn wir dann noch zusätzlich in das schaffen, dass wir das kombinieren und sukzessive damit das fossile System transformieren in ein regeneratives, dann kommen wir sehr wohl in eine Größenordnung, wo ich sagen würde, das ist nicht mehr jenseits von Gut und Böse und das ist durchaus eine realistische Option, weil gleichzeitig würde ich davon ausgehen, dass wenn wir als Weltgemeinschaft das ernst nehmen im Klimaschutz und uns der Verantwortung stellen, die wir letztlich damit haben, und vielleicht hat Trump dann inzwischen auch mal in die Rente gegangen ist, ja, dann würde ich das nicht als völlig aussichtslos ansehen, dass wir in dem Weg weitergehen, weil er relativ viele Synergien bietet zu dem System, wie wir es heute schon haben. Okay, ja, vielen Dank. Also wirklich, ich nehme heute ein paar interessante Thesen mit.
Erstmal gibt es einen Wettlauf zwischen der Rente von Trump und Power to Liquid. Zweitens habe ich gelernt, je mehr Photovoltaik, umso eher Power to Liquid. Und ich habe auch endlich eine belastbare Zahl für die Wasserstoffwirtschaft. Vielen Dank. Also das waren die Warmlauffragen für die beiden Referenten. Vielen Dank an Sie beide.